So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier auf dem SRL-Kanal live. Ich bin die UDC Crew heute alleine ohne Co-Kommentator leider. Aber das kriegen wir alles hin, oder? Hoffe ich. So, ich musste mal mein Mikro ein bisschen runterstellen. Hier mein Mikro, weil ich bin heute in einer anderen Position. Zack, zack. Sag mal halt Bescheid, meine Damen und Herren, wenn meine Stimme zu leise oder zu laut ist. Das wäre ganz nett, sag ich. Please drive clean, is so. So, ein bisschen mein Studio hier umgekrempelt heute. Da ist der Prototyp. Oh, super, passt.
So, wenn man mich nicht hört, wäre das natürlich schlecht, ne, in the Space. Ehre, dass du kurz in den Chat geschrieben hast, dass der Stream läuft. Guten Abend, Daniel! So, ich würde sagen, ich brauche meine Liste. Weil ich muss alles alleine machen. So, und da geht der... Best ist, also the best ist Max heute. Also der Herr Best, meine Damen und Herren, ist fort. Ja, ich habe kurz mein Mikro kurz umgestellt nach ein anderes Kanal. Jetzt sollte alles wieder laufen. Ich bitte um Verzeihung nicht. Während dem Quali bin ich ein bisschen überfordert, weil ich muss alles alleine machen. David hat schon wieder Probleme. David lassen wir als Letzte fahren. Ferrari ist auch nicht da, sehe ich gerade. Oder ist der Ferrari jetzt da? Hemi ist auf der Strecke, ne? Passt. Du schaffst das! We can do it! you know it! Einmal Hupe, bitte. So. Wie sieht's aus mit den Geräuschen von das Auto? Schicken wir Prototyp schon mal los. Alle Toyotas da. Das ist das Einzige, was ich vergessen habe zu gucken. Aber wir gucken nochmal. Wir gucken gleich nochmal nach dem Qualifying. Nach dem Qualifying gucken wir ihn drauf. Penta-Prototyp? Ah, jetzt geht er. Max ist schon aus seiner Runde, nämlich. Helmi. Ah, Prototyp ist jetzt los. Nach Prototyp kommt Interspace. Jetzt
sonst habe ich halt ein bisschen Verzögerung. Aber ist nicht schlimm. Hauptsache Stream läuft. Wir sind alle da. Die Boxen, Alter. Ja, ist schon ganz, ganz schwierig, ne? Die Boxeneinfahrt. So, wir gucken erst Max zu Ende. Oder MX Best. Okay. Helmi ist da, Prototyp ist da. In the Space. Interspace. Aber wir müssen auf der Helm sein. Okay, Interspace fährt los. Perfekt, danke. Go, Inter, go! Das ist so ein genippige Boxeneinfahrt auf Spa. Der ist echt schnicky. Das fährt da, das ist Prototyp, sollte nicht in der Weg liegen. Ich schreibe halt sicherheitsweise die Zeiten auf, Leute. Dann gibt es einfach keine Diskussion. So, wir haben dann 1, 5, 7, 6. So, jetzt gebe ich schon auf die Porto drauf, Interspace ist los und dann kommt Backpack oben. Ja, in der Space ist dann der Windschatten. Daumen blau machen! Auf jeden Fall. Boah, ich bin ein bisschen platt heute, ey, Leute. Ich habe so viel Sport gemacht, ey. Badminton und so ein Kram. Beckhoven, Detlef. Detlef fortgefahren? Nein, doch. Detlef ist fortgefahren. Moinsen, Nevo! Moin, 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 Buddy! Viel Glück heute! So, Busstop-Schikan hier, Prototyp! Links rum, rechts rum! Eins, fünf, sieben. Drei, eins, acht. So, nach Detlef, komm! Lord of G. Gerade in the space hier. Lord of G. Passt, passt, passt. Perfekt. Dankeschön. Hier, jetzt wieder durch den Busstop. Es rum, links rum, Interspace. Oh, das sieht gut aus. 154703. 154703. Wir brauchen Backpack. So. Und dann können wir Ishi auf die Reise schicken.
dumm, rum, links rum, fast Vollgas. Man lüpft eigentlich ganz kurz durch die Doppelgautsche. Dann geht es hier rechts rum durch Leckfachnes, über den Campus, Richtung de Paul Freire. Jetzt Vollgas geradeaus, hier das de Paul Freire, jetzt rechts rum, zack, und auf der Gerade durch Blanchemont. Back, back. Let's go! David, keine Sorge, David haben wir extra als Letzte versetzt, dass er als Letzte fahren kann. So, Back Back Hove auch durch den Busstop, sieht auch nicht schlecht aus. 1, 5, 5, 4, 7, 3. Detlef, so, Ishi nach Ishi kommt Limitless. Limitless. Ich bin blind. Hä? Wo ist Limitless hin? Limitless war doch da. Ich kann noch mal kurz zurück. Da ist Limitless. Ich bin einfach blind. Oder nur doof. Oder blind auf beide Augen. Wie geht der Spruch? Entweder bist du blind oder du blöd. Aber da ist der Detlef. Da kommt der. Jetzt haben wir noch keine Drehers gesehen. 1, 5, 8. 6, 3, 1. Lord of G. Wie müssen wir auf der Reise schicken? Brausen. Nicht vergessen. Ich bin leicht überfordert, Leute. Macht den Daumen blau, nicht vergessen. Und teilt der Stream über Social Medias. Ganz wichtig. Jeder hat Langeweile jetzt mit dieser Quarantäne. Mit so einem schönen Besenwagen. Bacardi Besenwagen. F, schreibt Bausi. Lord of G. 1, 5, 8, 2, 5, 5. Deadlift ist nicht perfekt. Dann müssen wir auf die Reise schicken. Woody. Ich hoffe, Bausi ist rechtzeitig rausgefahren. Das hast du selber gemacht, Brausi, Schaden. Jetzt musst du mit Schaden fahren, mein Freund. Oder du musst von der letzte starten. Ishi verpasst, scheiße, hier, 1, 5, 6, 1, 5, 7. Hier ist Limitless. Nevo. Sind bald dich. Ja, Ferrari ist da, meine Damen und Herren. Sehr gut. Brausi. Fahr. Oder hinten. Starten. Wir
Das wird mir knallhart. Wie kannst du eine Schale in dein Inlap kriegen, Bruder? Mann. Das muss auch genau der meist erfahrene Fahrer passieren geraten. Ne? Lol. Limitless. Da kommt der. Ich bin stopp. Auf der Gerade. 1, 5, 4. 1, 5, 4. 2, 1, 3. Ja, jetzt bin ich mal gespannt auf Brausi. Da ist Brausi. Was für Schade hat er? Frontsplitter und rechte Reife. Und dann haben wir noch Ferrari, die wir hier auf der Reise schicken müssen. Du brauchst auch keine zuzuschauen, Beckhoff. Dann musst du einfach den Stream aufmachen. Und dann kannst du auch mitgucken. Scheiße, in die Level 1.3 schneller bei der letzten. Ja, trotzdem, ich finde, dass jeder gut fährt hier. 1, 5, 6, 8, 8, 1 vor der Brause. Jetzt, wo ist Woody? Mach einfach den Stream auf, Beckhoven! Bin mal gespannt, was Woody hier rausdrückt. Nevo. Uff. Anstrengend. Aber bis jetzt läuft alles gut. Habe jemand vergessen, auf die Reise zu schicken? Ja. David. Und dann haben wir keine mehr auf der Liste. Nevo, 1,56, 9,19. Dann gehen wir rüber zu Ferrari. Hier durch die Doppelgautsche. Ich sag das bestimmt so falsch, ne, diese Kurve. Ein Holländer, der Französisch spricht. Les Wagnes. Über den Campus. Jetzt recht hoch über Paul Freire. Achso, jetzt waren wir in den Campus. Jetzt kommt die Paul Freire Kurve. Und jetzt kommt Blanchement. Und viel länger dauert das Qualifying so auch nicht, ne? Nein, David ist rausgeflogen. Aber wenn er schnell ist, kann er noch mal reinkommen? Siebenundfünfzig. 3, 2, 5.
David, go. David. Warte, Korik habe ich auch vergessen auf die Reise schicken. Ah, weil ich hier Lorenzi durchgestreift habe. Sorry, Korik. So. Nochmal Doppelcheckliste. Best Helmy, Prototyp, Interspace, Backpack, Detlef, Lord of G, Korik, Ishii, Limitless, Brausi, Woody, Nevo, Ferrari und David. David, go, 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 go. Jetzt kannst du noch. Das ist deine letzte Chance jetzt, ne, David. Wenn du jetzt wieder rausfliegst, musst du leider von hinten losfahren. Wenn du noch das Rennen mitfahren möchtest. Nein, 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 nein. Max hat schon gefahren. Backpack holen. David ist unterwegs. Passt, Leute. Passt. Wer rollt da über die Strecke noch? Rollt da schwissen. Warte, lass mal ganz kurz hier auf David schwissen. Kurz wissen, wer da. Korik ist jetzt in Blau schon mal, aber seine Runde hat noch nicht angefangen. Also. Der fängt jetzt. Da können wir ein Hotlap komplett schauen. Ich sehe auch keine. Wer fährt da denn noch? Die Schwisse, ey. Ich verstehe das nicht. Alle sind doch in der Box. Bestimmt ein Ghost von David, weil er rausgeflogen ist. Und jetzt spät anbremsen hier vor Les Gombes auf dem 50 Meter Schild. So spät wie es geht. In den dritten Gang rein rammen und dann geht es jedes Mal mit durch. Hier auch nach der Curb Anfänge Vollbremsung in Brüssel rein, in der Brüssel Hairpin. Jetzt komme ich durch links rum, durch No Name. Und hier ist eigentlich nur kurz Lüpfe zurückschalten und dann wieder voll auf dem Gas gehen in der Doppelgausche. Und dann erstmal ab dem Punkt da, wo der Astro rechts liegt, bist du eigentlich schon wieder voll auf dem Gas. Aber macht er gut, paar kleine Fehler, aber ist gut drinne. David hat sich gedreht. Das habe ich gerade so auf der Minimap gesehen. Hoffentlich hat er keinen Schaden. Und da ist der Korik. Mit einem 1,54. 8, 2, 4. Oh, David. David hat einen Motorschaden. Nein. Oh, man. Scheiße, we call that in Germany, David. Mm-hmm.
Was macht der Vater weiter? Ja, der fährt weiter. Ah, der hat sich in sein Hotlap gedreht. Scheiße. 2.16, 4, 3, 8. Okay. Super. Sektor 1, bitte. Nein, wir machen please. Wir machen eine Pause, während ich der... Während ich die Startaufstellung ändere, kriegen die ihre 5 Minuten Pause. Jetzt ist der Moment, dass ich richtig nervös werde, wenn es auf die Startaufstellung aufkommt. Ganz einfach. So, jetzt gehen wir nämlich auf die Echtzeit. Dings drauf. Und dann machen wir hier ein Foto. So. Wir sind die letzte. 3, okay. Ne, warte. Ich muss erst die Lobby verändern. Renneinstellung. Bearbeiten. Laden. Das große Finale. Ich habe die schon vorgespeichert. 60 Minuten. Sonic. Schnellste zu. Nein, Host einstelle. Starter. Babab. Schwer. 2x, 3x. 50. Aus. Ohne. Weich. Tuning verboten. Das. Anmelden plus 5 Minuten Pause. So, wenn alle Fahrer sich angemeldet haben, dann rammen wir die Starteraufstellung rein. Startaufstellung ändern. Max. Limitless. Ist noch nicht angemeldet, gell? Warte mal kurz. Limitless, bitte. Nein, das Interspace. Da. Die haben alle ihre Namen verändert nach TMC. Anmelden. Vielen Dank. So, Max, hier, wir brauchen Limitless. So, Limitless. Limitless, Platz 3 Interspace, Platz 4 Korrig. Platz 5 Woody. Dann kommt der Helmi. Dann kommt Ishi Brauchi. Ishi Brausi. Nevo. Prototyp Ferrari Lord. Prototyp Ferrari
Lord. David können wir ganz nach hinten ballern. Und dann haben wir... Was? Beckbeckhofen gefahren? Doch, Beckbeckhofen hat gefahren. Nee, das kann nicht sein, weil... Ich guck das gleich nochmal nach auf der Liste. Warte mal, Detlef. Was hat Beckbeckhofen gefahren? 1,55,473. Okay, wir müssen den Beckbeckhofen einordnen. Hier, Limitless hat ein 1,54. Der ist schon mal raus. Interspace. Beckbeck 1,473. 473, der kommt sowieso vor der Helmi. Was hat Woody gefahren? Woody? 1,54. Passt. Da kommt genau der Backpack zwischen die zwei. So, jetzt stimmt es. Schließen! So, viel Glück! Have fun. Ah, falscher Knopf, meine Damen und Herren. Passt. Danke. Nee, passt. Das steht genau richtig. Ich habe ja hier alle Zeiten aufgeschrieben, Yeti. Ich kann die Zeiten noch gerne mal. Helmi hat 1,55,776 gefahren und Beckbeck hat 1,55,473 gefahren. Passt, alles gut. So, meine Damen und Herren, wir sind da. Spa Franc. Conchon! Eine Stunde! Nein, sag mir nicht, dass eine Stunde. Aber das ist der Dings. Nee. Was ist da hinten passiert? Sind jetzt alle weg? Ja, was passiert? Was ist passiert? Nein, mein Handy ist ausgegangen. Ist das jetzt euer kompletter Ernst? Ist echt mein Handy jetzt ausgegangen? Danke. Okay, jetzt ganz einfach.
Ich muss mein Handy jetzt anmachen. Ich kann momentan... Alle zu ihr Grid-Dings fahren. Einfach losfahren und auf Start-Still geht's in deine Box. Geh in deine Box. Ich weiß, dass die Leute mich nicht hören können, aber fahr los, fahr eine Runde und auf Start-Still geh in deine Box rein. Da jeder weiß genau, von wo der gestartet ist. Jeder weiß das. Genau, bitte. Und übernimmt dann das Spiel, übernimmt das dann nicht die Reihenfolge bei Host-Einstellung? Was war bei Ishii? Warum ist er nicht losgekommen? Es hat so ausgesehen, würde der... Pit Crew. Ach nee. Hat Detlef jetzt Pit Mück? Rein und raus jetzt. In die, wenn du Pit Mück hast, rein, rausgehen. Deine Sache lösche und wieder rein. Es ist halt so bei Gran Turismo diese Tage. Es ist richtig nervig. Detlef? Ich bin schon dabei, mein Handy anzuschalten. Ich versuche ja auch ein bisschen die Fahrer so zu beschäftigen. Aber das sind Samsung, Leute. Das dauert immer ewig. Ich hoffe, dass der Computer, Strom von dem Computer reicht. Startaufstellung. Das ist mich gar nicht. Warum musste der Gran Turismo bitten, weil ich da heute, meine Damen und Herren? Ich war nicht da. Aber Detlef ist da. Okay. Alle einordnen auf ihre Startposition. Guck mal, wie das die... Ja, Mann. Geil. Nein. Hey. Okay. Geh in dein Fach. Fach, schreibe ich das richtig? Ist schon richtig, Mann. Zwei kommen noch nach, Leute. Die haben ein bisschen verpennt. Bitte haben Sie ein bisschen Geduld. Zwei sind spät. Moment. Bitte. Wir haben es gleich.
nein, 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 nein. Einfach stehen bleiben. Einfach. Dein Posi. Ach, mein Handy ist schon wieder aus. Ich brauche Gridspots, kannst du Ja, was soll ich machen, Leute? Wir haben ein fucking Glück. Steht's jetzt? Stehen die alle richtig jetzt? Ich weiß es nicht. Interspace, korrekt, Woody, Backpack, Ishi. Sieht gut aus. Siehst du, es stimmt alles. Okay. Passt. Jetzt ist egal. Jetzt ist zu spät. Die vorneren Plätze stimmen. Bis so Platz 10 stimmt es, glaube ich. Ich meine... Einfach auf deinen Gridspot fahren. Wo ist das Problem? Einfach in das Fach, so wie er jetzt steht. Aufstellen. Bumm. Fertig. Und dann wird die Grid automatisch angepasst in die Liste. So, sind jetzt alle weg. Alle sind weg. Meine Damen und Herren. Es kann losgehen. Kurve 1. Oh, da wird schon geschoben. Was mit Helmi? Nein, Helmi ist doch weg. Wer war denn das? Prototyp. Geh mal kurz auf die Spitze drauf. Ist. Desse Max kann sich behaupten hier gegenüber Interspace und Limit ist korrekt hier. Kleine Schichtwechsel hier. Leute, pass auf, ey. Ich werd ja ganz still davon. Ich werd echt ganz still davon. Ey. Halt den Hobel auf die Gasse. Mein Herz, ey. Geht grad 200 km/h. Okay, wir gehen einmal ganz kurz durch. Hier, der Max kann sich direkt behaupten. Gegenüber Interspace Platz 2. Platz 3, der Buddy. Dahinter der Korrig. Auf Platz 5, der Brausi. 6, Nevo. Limitless auf 7. 8. Ey, warum spackt das so rum? 8, Helmi. Dann haben wir auf 9, Beckerhofen. 10, Ferrari. Auf 11, Ishi. Auf 12. Der Detlef, wollte ich sagen. Dann auf 13 jetzt. David 14, Prototyp 15, Lord. Ey, ich bin ja ganz scheckig jetzt gerade. Ich muss den Controller auch weglegen. Alles Anzeige, Tastaturwechsel 1, zack, bumm. Gerade noch eingefangen hier vorne an der Spitze. Gibt's da einen Posi-Wechsel? Warum spacken die Farben so rum? Woody jetzt durchgeschossen auf Platz 2.
hinter Space. Platz 3 wird gejagt hier durch Korik. Ist aber außen. Ei, das wird knappes Dreier-Battle jetzt. Interspace, Korik und der Brause. Oh, Korik ein bisschen weiter über der Astro-Turf in No Name. Oh, da hat natürlich Dirty Tires da. Kann ihn nicht ganz draufhalten, aber jetzt kommt Brause. Brause außen. Oh! Das war dieses Ping-Pong-Effekt. Kurzer Kontakt. Hat einen kleinen Schaden dadurch. Wie sieht das bei Korik aus? Oh, Korik hat keinen Schaden. Hä? Ist ja aber auch unfair. Aber jetzt brauchst du innen hier. Bis auf Schikan, ein geht er vorbei. Ne, der Helmi geht, der brauchst du vorbei, weil er hat natürlich den Schaden. Aber Brausi geht jetzt rein. Wählt die Variante, um direkt in die Pits reinzugehen. Direkt auftanken, weil der Fahrer fährt hier natürlich los. Mit einem halben Tank. Platz 1, der Max. Der Woody in Verfolgung. Platz 3, Interspace HD. 4, Korik. 5 Helmi, 6 Detlef, 7 Nefo, 8 Ishi, 9, ja, jetzt wird ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber 9 David, 10 David, 11 Limitless. Warte mal, können wir hier ein Battle einfangen irgendwo? Hier, Ishi und David. Und Platz 9. Vorbei, jetzt nimmt David Limitless auch noch mit in sein Slipstream. Aber Ishi ist da gut durchgekommen bis jetzt. Der hat keine Schaden oder so und jetzt kann sein Rennen anfangen. Das läuft noch hier hinten. Beckhofen. Ferrari. Ah, vorne ist ein Fight. Jetzt Korik wird gejagt durch Helmi. Und danke für die Unterstützung in the Space. Hoffentlich ist alles gut gegangen. Wenn nicht, es ist ein Spaß-Event, Leute. Hauptsache, ihr habt Freude beim Fahren, bei diesem Event. Das ist die ganze Geschichte. Wir haben eine volle Lobby, alle sind fort, alle sind losgefahren. Wir hatten ein tolles Quali, zumindest. Bis der Restart. Jetzt auf dem Ausgang von La Source. Helmi, ist er besser rausgekommen? Kann er sich jetzt ranziehen jetzt? Hat noch Überholknopf. Noch unberührt. Wieder Sektor. Nehmen wieder ein paar Leute in die Pits rein. Sonst hat das Feld sich ziemlich auseinandergezogen. Jetzt jede Fahrt hinter jemanden. Aber Helmi ist am nächsten dran. Vor einer Position. Ah, komm mal näher, verliert mal ein bisschen. Im Endeffekt kommt er immer näher.
jetzt im Bistop-Schikan könnte was passieren. Wer bremst später? Blockiert ein bisschen Helmi. Ich habe kurz gedacht, der geht in die Pits rein. Hinter ihm oder vor ihm in the Space. Jetzt in the Pits. Platz 1 der Max. Ganz entspannt. 5,2 Sekunden auf der Woody. Auf Platz 2. Platz 3 der Korik Sächsisch. Dann haben wir der Helmi, der Detlef. In the Space kommt gerade aus Pits raus. Und auf Platz 7 Brausi. Bisschen Pech gehabt im Quali natürlich. Und gerade einen kurzen Moment wurde ich den Schaden gekriegt hat. Aber auf Platz 9. 8. Nevo. Team C Limitless. Platz 9. 10 Beckbeckhoven. 11 Prototyp. Dann auf Platz 12 die Ishii. 13 Ferrari. Lord of G. Auf 14 und auf 15 The David. Hier durch Orosch. Voll durch. So, wir gehen wieder auf. Oh! Ah, war nur Rauch, war nur Rauch. Gucken wir doch mal kurz hier auf Korik und der Helmi. Springen wir mal kurz hier ins Auto rein. In der Jagd auf das Podium. Jetzt kommt der Max rein, noch 5% Sprit. Und der Woody direkt hinterher. Werden hier die Positionen getauscht? Nein! Wir gehen alle in die Pits rein. Ah! Wo ist der Detlef? Detlef geht auch in die Pits rein. In the Space. Und Brausi. Ja, die sind schon gestoppt. Wo ist der Max rausgekommen? Hier, Max geht jetzt durch Orosch. Wo die... Hinterher geht jetzt Orosch rein. Oder Platz 3 in the Space. Brausi gerade hier Korik überholt. Boah, ausruhen durch Orosch. Habe ich selber Gänsehaut gechat. Vergesst natürlich nicht den Daumen blau zu machen. Ich danke schön, dass ihr alle da seid. Rennen von Spa. Der ganze Monat April gefüllt mit Special Events. Nächste Woche wieder am Start. Der Henki mit seinem Co-Kommentator, der Gatti. Natürlich Montag, Dienstag wieder mit ein anderes Format. Oh! In the Space! War das in the Space? Ich hoffe. Ja, kurz. Oh, kurz quer. Uiuiui. Kurz hier der Driftgang eingelegt. Aber brauchst du jetzt vorbei auf Platz 3. In the Space auf 4. Wird jetzt aber gejagt durch Korik. Springen wir mal hier ins Auto rein. Jetzt Richtung Bistop-Schikan. Aber reicht das? Oh, das reicht nicht. Durch den Fight kommt natürlich Helmi immer näher hier. Hier wird das blaue Flagge da. Kurz hier hinten, Platz 7, Limitless, 8 Beckbeckhoven, 9, 10, 9 Deadlift, 10 Prototyp, große Nevo, da ist Nevo, gerade Ferrari überholt, der kurz in die Pits war, denke ich mal.
Luigi. Oh, hier könnte was passieren, ja? Ich in der Ferrari à la Swiss. Also Ferrari guckt. Dürfen vorne nichts verpassen, das ist gerade auch sehr eng. Hier wird es auch immer enger. Bei Prototyp und Detlef. Oh, gerade auf Neva, der Ruf, Kommandator Fluch. Kurz rausgetrieben worden. Hier, pass auf, dass du die Teile ist. Aber schön gemacht. Schön innen geblieben. Aber jetzt natürlich unterdrückt durch Ferrari. Ishii ist erleichtert. Ist jetzt ein bisschen befreit von der Druck. Oh, da hat sich eine gedreht. Oh, innen auf dem Rasen gekommen und dann akzeleriert. Das ist ja. Kann man nichts machen. Gehen wir mal kurz zurück auf die Spitze. Max. Gestern gefahren unter dem Namen Best. Also wundert euch nicht. Jetzt auf 5,8 Sekunden Vorsprung auf der Woody. Jetzt auf Platz 3. Brausi kommt auch immer näher an der Woody dran. Verliert mal. Jetzt ein bisschen. Nein, 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 doch, du kommst dran. Der Interspace verliert hier ein bisschen auf Brausi. Auf Platz 4. Navi auf Platz 5. Corrie. Hilft. Schön in the train. Limitless. 8 Backbackhoven. Hier rückt es auch immer näher, immer näher. Detlef, Platz 10. Ishii auf 11. Wieder seine Position zurückgewonnen. Nevo jetzt genau da schießen. Schießen David und Ishii. Guck, ob die hier vorbeiziehen kann an Ishii in der Red Bull. So. Lord of G hier auf Platz 14, der Besenwagen, davor muss er noch eine Position verlieren. Und auf Platz 15 nach der große Dreher Ferrari. So. Brausi kommt immer näher, meine Damen und Herren. Lass mal hier ins Auto hüppeln bei Brausi. In der Jagd Richtung Woody. Sind auf 43 Minuten. Das Rennen dauert noch 43 Minuten. Da kann noch alles passieren. Hängt mein Chat überhaupt? Wird mein Chat überhaupt weiter? Jetzt kommen 7 Sekunden. Gleich hat er den Slipstream. Bisschen Überholknopf. Richtung Busstop.
Aber ganz kurz hier nach hinten gehen. Das war kurz hier ein Dreierkampf hier in der Bürstorp-Schikane. Das Richtung Lassurs. Boah, wie knapp. Platz 5, 6 und 7. Jetzt Schichtwechsel gegeben. Wurde ich verteidigt? Außenrum. Jetzt hat er die Innenlinie. Sehr schön gemacht. Ne? Und jetzt ist die Lücke 5,5 Sekunden Richtung Platz 1. Brausi riecht jetzt Blut. So, bitte zurück jetzt auf Platz 3. Platz 4, der Interspace. Jetzt kurz in ein No Man's Land hier. Korrig unterdrückt durch TMC Limitless und die GT Helmi. Aber der Helmi hat doch ein bisschen laufen lassen. Aber das sagt nichts. Bieten noch nicht mal ein halbes Rennen vorbei. Leichtkontakt. Limitless möchte vorbei in sein Ferrari. Aber geht vor dem Undercut. So, ja, die Lücke ist ein bisschen größer. Gibt's hier mal einen, weil da geht auch jemanden in die Pits rein. Dann würde ich sagen, doch, da passiert noch was. Gigi, David und Nevo. Geht damit, nein, geht keiner in die Pits rein. Schade, habe ich nur den Überholmanöver von Nevo verpasst. Auf die Ishii. Das ist dann vor Bürstorp-Schikane schon passiert. Nebenbei auch ein Augen auf Brausi und Woody und Max. Und hier vor passiert. Na, es sind nur eng aneinander. Oh. Woody. Ui. Da ist er zu weit rausgekommen. Astro-Typ. Berührt, ja, oder das ist sau schwer, dem Hobel da auf der Gasse zu halten. Brausi ist in den Pits. Interessant. Max nicht. Hat er ein bisschen weniger Sprit mitgenommen, wahrscheinlich. Aber wo ist der Fight? Hier ist Fight. Hemi und Woody jetzt. Ist das spannend, ne? Andauernd Platz tauschen. Andauernd. Jetzt Interspace wieder auf Platz 2. Das ist ja, das meine ich ja. Aber was ist dann? LOL. Ist Brausi gespinnt oder so?
Nee, da hat er einfach lang gestanden in den Pits. Aber jetzt hängt er wieder. In den Woody. Woody kommt wieder zu weit raus. In No Name diesmal. Aber hat ihn dann nicht in die Bande gejagt. Das ist schon mal gut. Eieieiei, Woody. Das Ding auf die Strecke. Sehen die einander nicht? Wer ist das? Der Helmi? Sehen der Helmi und der Brausi einander nicht? Lol. Aber ich weiß noch, dass eine Renner, da hat fast keiner einen anderen gesehen. Das war so heftig. So, kurz hier noch im Busstop gucken. Hier Limitless, Woody ist in die Pits jetzt rein. Beckhoven hier Platz 7. Woody schießt auch in die Pits rein. Wer ist noch in die Pits reingeschossen? Nur der Woody. Gut. Dann. Achso, das war der Brausi und der Helmi. Passt. Ich glaube, wir gehen wieder zurück hinter ins Feld rein. Bei der Nevo. Jetzt ist Ishii doch wieder vorbei, der Nevo. Habe ich kurz verpasst. Bleiben wir kurz drauf hier. Ja, das ist halt nachteilig, ne? Wenn man keinen Co-Kommentator hat, dann verpasst man ab und zu solche kleine Sachen halt, ne? Aber jetzt Nevo! Mit mehr Schuss! Ja, schön! Schön und sauber! So, Platz 1, immer noch der Max, 2 Interspace HD, 3 Korik, 4 Brausi. Aber da hat schon wieder Podium im Sicht. Helmi auf Platz 5, 6 Limitless, Woody auf 7, Beckbeckhof 8, 9 Detlef. Aber wir gehen hier zurück auf die Spitze. Das bin ich mal gespannt. Wartet Brausi, diesmal wartet er. Jagt natürlich der Brausi die Interspace, das ist noch 4,9 Sekunden. Dann lass uns mal kurz zurückgehen hier. Wie weit sind wir? Das ist Brausi und links. Hier passiert vielleicht was, nämlich der Woody und der Limitless. Woody hat keine Reife genommen bei dem Pitstop. Aha. Der hat nur getankt. Näher dran. Was passiert hier hinten? Ishii, Fortitude und Nevo. David hat ein bisschen abfallen. David ist voll abgefallen da jetzt, aber holt wieder zurück.
Ich unterdrück vom Prototyp. Vorne wird gepitzt. Aber kann ich sehen, wer das ist? Wir sind fast halbwegs. 31 Minuten und 42 Sekunden. Boah, kommt die Nevo besser raus an den Prototyp? Kommt vielleicht eine Attacke? Guck, 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 Beckhofen fährt auf der Linie gefahren. Interessant. Interessant. Ah, vorne hat auch wieder was Wechsel gegeben, glaube ich. Max, Platz 1, Brausi. Jetzt auf Jagdmodus. 25 Sekunden. Helmi auf Platz 3 jetzt. Interspace Platz 4. Und hier geht's weiter um die Wurst. 5, 6 und 7. Ganz nah aneinander. Doch wieder zurück auf den Fighter hinten. Wir haben hier noch Woody auf 7, Detlef 9, Ishi. Aber Nevo mischte da vorbei. Ne? Jetzt Fehler. Und Prototyp muss wieder neu anfangen. Schade. Kurz auf der Astro dann in die Doppelgauche. Man verliert so schnell dem Auto, das ist. Kann kein Mensch halten. Das Einzige, was du da machen kannst, ist geradeaus fahren und bremsen. Und hoffe, dass du nicht spinnst. Und dann so schnell möglich wieder nach links rüberziehen und so schnell möglich wieder auf dem Gas. Jetzt Pitz, 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 Box, Box, Box von Nevo, Ishi. Bin ich mal gespannt, ob der Prototyp dann weiterfährt. Ja, Prototyp und Beckhofen sind jetzt vorbei. Also, das ist schon schwer, ne? Alleine so ein. So ein Rennen zu folgen, Digga, und jede zu beobachten. Ich habe mir das leichter vorgestellt alleine. Ja, hier hat sich auch wieder beruhigt. Aber jetzt hier auf an die Spitze. Der Max kommt rein. Jetzt, wo ist Brausi? Der muss dem Tank mindestens komplett voll werfen. Ich glaube, du musst sogar noch mal stoppen. Aber jetzt Brausi hier auf den Start und Ziel. Max steht noch. Max, was jetzt los? Und Brausi schaffte das. Jetzt geht's um die Wurst. Aus Rubino Rouge. Ich komme. Eieieiei. Da muss man auch schon Eier haben, ne? Ja, Max ein bisschen weit. Oh, muss jetzt. Ah, Bremspunkt verpasst. Ah, dadurch hat Brausi jetzt weggezogen. Also jetzt, Brausi 1, Max 2, Interspace 3, Limitless 4, Korrig 5, Woody 6, 7 Helmi, 9 The Prototyp. Dann haben wir auf
Ah, jetzt wechselt sich das wieder. Ich drehe durch. Die Top 9. Ich gucke, wo ein Fight ist. Hier hinten ist ein Fight. Ist das um eine Position? Das ist der Ishii und der Ferrari. Und das ist es, ja. Ishii hat den Tank wahrscheinlich komplett vollgeworfen. Und die andere nicht. Aber die Ishii kann vielleicht durchfahren bis zum Ende. Die andere vielleicht wieder nicht. Weil sogar mit dem vollen Tank wird es jetzt knapp zu Ende zu fahren. Schaffte 2, 4, 6, 8, 10. Das ist 10 Minuten sind 5 Runden ungefähr. Ah, wird knapp. Was ist passiert, Helmi? Ich lasse es und jetzt glaube ich, ist was passiert. Ah! Und dann geresettet worden. Ja, das ist auch so mies. Das ist doch so Blödsinn, Gran Turismo. Aber was willst du auch mit so einem Penalty System? Dann ist es vorne hier knapp gerade. Ah, das ist der Limitless mit InterSpace HD. Es geht hier ums Podium. Limitless ist wahrscheinlich auf einem besseren, ja, auf einem besseren Reifewerk unterwegs. Fahren wir mal mit hier in der Jagd. Ums Podium. Korrig sagt Dankeschön, dass ihr fightet. Ich komme immer näher. Ich komme. Aber sauber gefahren von Limitless. Sauber. Wurde jetzt in die Pits rein. Besser auch. Nee, 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 nicht so einfach. Ich bin doch da. Ich komme. Ich schenk dir die Platz nicht. Aber Cory kommt auch immer näher. Auf dem Astro, jetzt musst du die Lücke lassen. Rad hat Korrig wahrscheinlich gelüpft. Ich konnte da jetzt keine Berührung erkennen. Oh, jetzt kommt es aber zu weit raus. Uiuiui. Knappe Sache. Schafft er das jetzt, Cory? Langt es? Es langt. Gehen wir kurz hier nach hinten.
Woody auf Aufholjagd. Ein Holländer, der Deutsch redet. Ah, sauber gefahren, ne, Woody. Sauber einfach. Flagge. Brauche sie im 1, brauche sie jetzt auf 6 Sekunden Vorsprung auf der TMC Max. Auf Platz 3, der TMC Limitless GT. Gejagt durch Corrik Sexisch auf Platz 4. Platz 5, Interspace HD. 6, TMC GT Helmi. Und auf die 7, der HTR Prototyp. Platz 8 Woody im Kampf mit Platz 9 Beckbeckhofen. Auf 10 Detlef. Auf die 11 David Nevo gerade am Ferrari vorbei vor Platz 12. Ferrari auf die 13. 14 Die Ishi. Und 15 Lord of G. Mit der Besenwagen. So, wo ist ein Fight? Wo war Beckbeckhofen? Ah, der Woody kann jetzt noch ein bisschen abziehen. Schade. Ich hätte da gerne einen schönen Fight gesehen. Na, wie hinten noch. Nevo jetzt. Mit Ferrari im Konflikt. Reicht das? Das reicht für Ferrari. Aber Nevo ist noch da. Kann er jetzt kontern? Ah, guckt einmal. Das sind schon heftige Teile. Der Nevo, was hat er gefahren? 1,53,499. Respekt. Bin noch 18 Minuten auf die Uhr. Ist Brausi jetzt in the Pits. Wo ist der Max? Der Max ist jetzt vorbei an der Pit Exit, also hat Max Platz 1 wieder im Griff. Brausi ist immer noch in der Pits, aber Limitless muss auch in die Pits. Wo kommt Corrik jetzt raus? Aber Corrik muss auch in die Pits, ja. Oder der fährt noch durch. Dann muss er in die nächste Runde wahrscheinlich reinkommen. Also der Platzwechsel hat hier gegeben. Auf Platz 1 jetzt die Maxim 40, der Brausi auf 2 auf 16,7 Sekunden. Aber hat einen vollen Tank, also und neue Reifen. Das sollte reichen bis zum Ende des Rennens. So, Corrik, wie gesagt, der muss dann wahrscheinlich diese Runde reinkommen. Nimmt er auch Reife? Das ist jetzt die Frage. Nimmt er nur Sprit oder nimmt er Sprit und Reifen? Limitless, jetzt gejagt durch Helmi. Ah, da hinten könnte noch was kurz...
Ferrari und Nevo immer noch heiß. Aber Ferrari hat keine Schade. Oh. Und Nevo hat auch keine Schade. Das ist gut. Dann, hier, nimmt Liz und Helmi vor Platz 4 und 5. Kann am Rand ziehen, eine Pitstop rein. Nicht optimal. Aber pass, wie gesagt, korrig jetzt in die Pits mit 1% einfach noch. Gut getimed. Kommt jetzt raus, kommt hinne Helmi und Limitless raus. Fügt sich wieder ein. Hier ist es auch noch ganz. Ah, okay, ich denke auch, hatte das Spiel verlassen. Aber der ist in die Pits reingefahren. Er hat einem doch nicht stehen lassen. So, lass mich mal mein Glas hier kurz auffüllen. Und doch genau 15 Minuten auf die Uhr. Das war so ein Moment, einmal neue Unterhose, Mama. Und dann noch einmal, noch einmal, noch einmal. Oder oh, bitte, bitte, bitte. Das ist so beängstigend, wenn man da über die AstroTurf geht. Oi, 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 oi. Aber in the Space. Auch wieder auf Platz 6 hier. Kommt auch wieder immer näher dran hier auf diese Gruppe drauf. Und es geht hier jetzt um einen Podiumplatz. Das ist ja wieder komplett verändert, meine Damen und Herren. Max auf Platz 1, Brause auf die 2. Da haben wir jetzt Limitless auf die 3. Müsste theoretisch gesehen auch nicht mehr in die Pits rein. Aber er wird gejagt durch Korrig hier, der hat neue Reifen und ja, sollte eigentlich auch reichen mit dem Sprit. Etwas mehr als einen halben Tank. Dann haben wir die Interspace, dann haben wir die Helmi, Woody, Beckbeckhofen, Detlef. Ich gebe ich schneller durch, weil ich glaube, die sind ein bisschen eng. Prototyp 10, Ferrari 11, Nevo 12. David 13, 14, Ishi 15, Lord of G. Hat jetzt blaue Flagge. Ja, gut gemacht. Warum musst du das jetzt einfangen? Ich wollte ihm gar keinen Platz machen. Spaß. Ja, ich glaube, wir gehen doch wieder kurz nach vorne hier. Wie sieht es aus hier bei die 2? 18 Sekunden, dann läuft der Max doch weg. Aber das ist, weil Max sein Tank fast leer ist. Oder fast leer, ein Viertel. Aber reicht ein Viertel bis zum Finish-Linie.
Reifen wird er wahrscheinlich auch verzichten. Also wird er nur tanken, wenn er reinkommt. Nevo hat den Raum verlassen. Ach nein. Schade. Internet? Fragezeichen. Oder kein Geduld mehr gehabt. Aber jetzt der Korrig. Jetzt. Ich muss doch eine Außenlinie wählen. Ja, das ist sauber verteidigt von Limitless. Sauber verteidigt. Da hat er den Pfosten mitgenommen. Die zwei kleine Plastikpfosten da, auf die auf dem Körb stehen. Ja, da verlierst du einfach am Momentum. Du musst Max im Auge behalten und Brausi, weil Max wird wahrscheinlich dann in 1-2 Runde reinkommen. Penalty. Ah, die kann man einfach abbauen. Der hat noch genug Zeit. Bestop-Schikane geht immer was. Saison, der hat noch 100 übrig. Aber hat er bessere Linie irgendwie oder ist das optisch bedroht? Jetzt ist Penalty weg. Kurz hier hin gucken, hier bei Henry und Woody. Ja, wenn ich Max wäre, dann würde ich in Spritsparmodus gehen. Und dann hoffen, dass ich nicht mehr rein muss. Ah, Scheiße. Verdammt. RIP. Applaus, Gran Turismo. Hat sie wieder gut gemacht. Meine, meine Güte. Ah, Woody kommt immer näher dran. Das ist auch ein starkes Fahrerfeld, meine Damen und Herren. Das sind, ich meine, Ischi ist Top-Fahrer in Österreich oder Schweiz, meine ich. Woody ist ein Top-Fahrer aus Österreich. Eigentlich könnte ich jeden benennen. Brausi ist ein Top 4 Deutschland. Das ist schon erste Sahne, was hier rumfährt. Aber jetzt wird's knapp. Ich glaube, Woody profitiert da am meisten von. Jetzt auf Platz 5. Wegziehen kann auch von dem Space, aber das ist hier schwer nach Orange. Auf der lange Gerade, ja, der wird verteidigende Linie fahren. Und dann wird er wieder zurückkommen nach der Richtung Seite. Das ist normal, aber kann sich behaupten an der Außenseite. Jetzt wurde ich zu früh auf dem Gas, kurz Quersteher gehabt. Ah,
ist das knapp, aber der kommt außen rum. Boah. Außen rum findet der Griff da außen. In der Brüssel Happen. Boah. Guck dir das an. Alter Verwalter. Da muss man auch Ei in der Hose haben. Nevo hat schöne Fights gezeigt, ne? Ist schade hier. Gran Turismo. Die Leute sitzen zu Hause. Miet doch mal einen extra Surfer. Die Leute wollen zocken. Und dann ist auch noch FIA Nations League und so und dann Menu Cup und dann ist das ganze System explodiert einfach. Und übermorgen, Donnerstag, läuft wieder alles normal. Oh, was passiert hier? Es ist Limitless. Mit Korrig vom Podiumplatz. Bremst sogar ganz kurz, aber seine Reife zu nicht nur 100%. Aber jetzt hat er doch ein bisschen abprallen lassen, ne? Schade. Jetzt Platz 1. Max mit noch 10 Sekunden übrig, aber der ist im Spritsparmodus. Der wird so viel möglich Sprit wie es geht sparen wahrscheinlich, um bis das Ende des Rennen durchzukommen. Hier, da hat ein 2.9er gefahren, da hat ein 1.49er gefahren. 1.49er? Das kann nicht sein. Ja, vielleicht mit Überholknopf. Aber das ist schon. Das wird ein Glück sein. Also, Platz 2, Brausi. 3 Korrig. 4 Limitless. Woody. Oh, was ist ein Penalty, Woody? Nein. 6 Interspace. Kommt auch langsam doch wieder ein bisschen ran. Henry auf 7. 8 Beckberghofen. 9 Prototyp. 10 Detlef. 11 Ishii. 12 David. 13 Ferrari. 14 Lord of G. Müssen den Besenwagen, müssen wir auch in Ehrenrunde geben. Das ist doch okay, Runde 22. So, wo könnte was passieren? Ist das in Position? Ja. Ist das in Position? Ja. Also 11, 12, 13 und... ...6, 5, 6, 7. Oh, David! Ah, die Pfosten mitgenommen. Viel Momentum verloren.
Sehen die sich gegenseitig? Die Dreiergruppe kommt immer näher. Wo die Helme und die Interspace. Nur noch eine Minute auf die Uhr. Max wird das schaffen wahrscheinlich. Muss jetzt aber durch Verkehr. Und Brausi hat frei. Also da muss schnell durch. Sonst könnte das noch knapp werden. Wenn du da zu viel Zeit jetzt verlierst. Wir müssen leider jetzt auf der Leader drauf bleiben. Aber das schafft er. Das schafft er. Die letzte Runde. Beckberghofer wird abgeflaggt. Da kommt 9, Prototyp. Dann haben wir auf die 10. Detlef. Dann haben wir Ferrari. Der Max. Der Spanier. Sorry, Bro. Dann haben wir die Brausi. Da haben wir die Ishi! Sorry Leute, wenn ich euch nicht abgeflaggt habe. Dann haben wir Lord of G. Ich hab kurz auf den Chat geguckt, war ich kurz abgelenkt. Dann haben wir die Korik! Mit Limitless im Spiegel. Dann haben wir den Woody! Platz 5. Auch noch hoch gekämpft. GG. Der Helmi. Auf Platz 6. Und auf Platz 7. Interspace HD. Erstmal herzlichen Glückwunsch an alle Fahrer, weil es ist so ein Endurance-Rennen, meine Damen und Herren, das ist gar nicht so einfach. Man muss eine Stunde lang konzentriert bleiben und liefern. Eine Millisekunde von nicht beachten ist einfach, weißt du, da hast du einen Schaden, der Gegner hat einen Schaden. Und dann ist einfach vorbei das Rennen. Was, wisst ihr, was ich meine? So, wir können auch ein Interview machen. So, wie geht das? So. Max, Brausi und Korik. Da muss ich selber einladen. Ah! Aber wie gesagt, so ein Endurance-Renner, das ist echt nicht einfach. Ich mache einfach kurz so.
So. Du kannst auch alle einladen, wenn du Zeit hast. Wem sagst du das? Geh jetzt duschen. Ja, das ist sau anstrengend, ne? Wo die... Aber ein schnelles Bitte. Hardcore. Kein Interview, alles klar. Dann machen wir das so. So. Guck, Brausi ist da, der Nummer 2 von heutiger Abend. Herzlich willkommen, GG. Dankeschön. Wie war's? Ja, also mein Qualifying hätte besser laufen können, sagen wir es so. Ja, was hast du gemacht? Hast du es gesehen? Nein, wir haben es nicht gesehen. Nein, ich bin direkt in die Wand rein. Direkt bei der Boxenausfahrt, weil ich niesen musste. Er muss es niesen. Und dann habe ich, auf meinen Bildschirm geschaut und bin kurz voll in die Wand rein und Frontflügel kaputt. Und ja, was soll ich da machen, ne? Bin ich halt dann auf Platz 9 oder so losgefahren und dann am Ende haben wir halt diese, was war ich jetzt weg, 6 Sekunden oder so, haben wir halt dann gefehlt durch den ganzen Verkehr, den ich erstmal vor musste, aber hat auch Spaß gemacht, von hinten aufzuholen, sagen wir so. Ja, aber hast du dich dann einen Plan gemacht, so nach dem Qualifying von Plan oder war es eher so spontan entschieden, nach dass du dem Schaden kassiert hast? Echt nicht, ich musste ganz hinten starten und dann, ich musste einfach schon pushen und dann war es halt auch noch so, dann hatte ich irgendwann im ersten Pitstop bin ich früher reingefahren als die anderen alle, weil ich auch noch einen Schaden da hatte beim Überholen, genau, weil einer irgendwie früher gebremst hat als normal und dann bin ich halt noch hinten, habe ihn leicht berührt und durch den schweren Schaden dann gleich musste ich reinfahren noch in derselben Runde, nicht dass ich zu viel Zeit verliere. Und dann habe ich eigentlich die ganze Zeit so gehofft, dass ich überhaupt durchkomme, weil ich früher in der Box war, dass ich überhaupt vom Sprit nicht nochmal tanken müsste, weißt du mein? Ja. Und dann habe ich am Ende auch noch eine Runde zu viel getankt. Aber ja, weil es Rechnen gleichzeitig mit Pushen ist ein bisschen schwer, aber ja. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, du hast auch den Schaden gehabt und dann habe ich auch gedacht, der geht jetzt bis Stop rechts hoch und dann tut er seinen Stopp dann halt 3 Runden früher und dann Hobel voll tanken und los geht's und dann auf Jagd, ne? Ja, hat Freude gemacht. Man hat echt nur Platztauschen geschehen überall. Naja. War es ein faires Rennen insgesamt? Ich fand schon, ja. Ich fand echt ein... Ja, ich meine, wir haben natürlich auch noch ein paar nicht super Erfahrene, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ja, jede verbremst sich mal aus nicht super Erfahrene. Ja. Auch eine Erfahrene verbremst sich mal. Ich meine, das ist Rennfahren. Ja, da haben wir die Woody. Kommt rein. Hallo. Guten Tag, na, wie war's? Kackschaden. Geht nicht mehr weg, ne? Wie viel bist du geendet hier heute? Ja, ich bin Fünfte, ne? Ja. Ja, hab meinen Startplatz noch zurückerobert. Ich lade den kurz ein, Max. Ja, geil. Ja, jedes Mal, wir steigen auf hier. Oi, das ist Hintergrundgeräusch. Ey, mach den Vibrator aus. Guten Morgen. Hallo. Du summst ein bisschen. Das ist ein Problem. Ja. iPhone, hä? Hast Max eingeladen? Ja.
Und sonst war trotzdem war es faires, spannendes Rennen, oder? Ja, hat ganz gut hingehauen, glaube ich, ja. Ja. Und bei dir, Interspace? Aha. Okay. Ich wollte auch das sagen. Nein, auch mal am Max hier. Erstmal Applaus. Auch natürlich für jede Feier. Aber wie war es, Max? Ja, erstmal danke. Ja, Start war eigentlich ganz gut. Keine Kollision oder so gehabt und dann ja, einfach vorne weggefahren. Relativ kontrolliertes Rennen. Ja, aber ein gut. Bisschen spannend mit Brausi, aber sonst. Ja, also schade, dass Brausi Qualifying ein bisschen ja, weggeworfen hat, aber sonst hätte es noch spannender werden können. Aber ich habe noch kurz gedacht, schafft er das mit seinem Spritz? Ich glaube, du hast am Ende noch ein bisschen Spritz sparen müssen, oder? Nee. Oder sah das nur so aus? Ja, war halt dann eine Dirty Air von den Überrundeten. Ja, stimmt. Ja, am Ende auch noch, habe ich gesehen. Aber ja, herzlichen Glückwunsch. Hat mich Freude gemacht, euch zu kommentieren auf meinen ersten Event hier auf dem SRF-Kanal. Ja, hat mich gefreut. Ich würde euch auch mal bedanken fürs Mitmachen, fürs Upvoten, für alles. Und ja, hoffentlich sehen wir dann jeder wieder nächste Woche, Montag und Dienstag, für eine neue Runde, neue Chance. Ja, hat jemand von euch noch ein letztes Wort? Auf Wiedersehen. Habe ich schon gedacht, du sagst einen letzten Wunsch. Ein letzter Wunsch darf es auch sein. Ja, das nächste Mal ohne schweren Schaden. Ja, nächstes Mal ist nicht meine Fans, also da habe ich nichts zu sagen. Also ich lasse mich überraschen. Nächstes Mal werde ich selber auch fahren, dann wird der Henki hier wieder anwesend sein und dann. Ja, ja. Das wird ja lustig dann. Dann ist der Haigatti auch wieder da und dann, dann geht's wieder auf den Pedale. Und ja, da geben wir die Worte aus einfach. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe stundenlang versucht zu babbeln. Hat gut geklappt. Leider noch vor dem Restart. Da ist genau mein Handy ausgegangen. Ich habe ja ein Foto gemacht von The Grid auf mein Handy. Und mein Handy, Batterie leer. Und ich habe hier nur Kabel auf dem Computer. Aber ja, das Laden dauert lange, dann dass es verbraucht. Ne? Also mussten wir das kurz so lösen, quasi, dass jeder kurz auf seine Startposition fährt und dann übernimmt das System, das die Aufstellung meistens. Weißt du, ich meine? Aber hat ganz gut geklappt, glaube ich. Muss mir nochmal zurückschauen, mit meinem Handy dabei, dass ich den Screenshots schauen kann. Ja, danke euch. Und wir hören uns, Leute. Jo. Tschüssi. Bis dann. Servus. Ja. Und natürlich der Chat und YouTube. Vergesst natürlich keinen Daumen hoch zu machen. Ich muss mir kurz so machen. Ich bin hier. Ich habe meinen Rennsessel kurz geparkt heute. Die steht hinter mir und ich hocke heute auf einem normalen Stuhl. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Die machen wir einfach wieder aus. Bis zum nächsten Mal. Macht den Daumen blau. Share the stream. Share das Video. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Montag, 9 Uhr. Mit das nächste Event in der April Special Weeks bei der SRL. Und ich wünsche euch alle eine gute Nacht und vielen Dank für alles. Und ja, gute Nacht. Bye bye.